Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen im neuen YouTube-Lesejahr 2024. Ich werde wahrscheinlich noch ganz oft 23 sagen oder schreiben. Ich habe heute Morgen auch angefangen, mein Book-Journal für das neue Jahr zu machen und war so kurz davor, 2023 reinzuschreiben. Aber es wird das Book-Journal für 2024 natürlich. Heute machen wir zusammen die Neuzugänge aus dem letzten Dezember, also quasi noch von 2023, aber das habe ich euch ja vorher schon gesagt, dass ich das jetzt alles so ein bisschen schleppen oder verschleppen wird. Ich habe als nächstes ein What I Read Next und einen Lesemonat geplant und dann kommt tatsächlich auch schon die Jahresstatistik 2023, bevor wir dann so mit dem gewohnten Programm weitermachen. Und natürlich fehlt dann auch noch die 24 für 24 Liste. Die wird es natürlich auch im Januar geben. Ich habe sie nicht komplett fertig bisher. Wir haben schon jetzt Januar und ich habe sie noch nicht fertig. Es tut mir echt voll leid. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Heute geht es um die Neuzugänge aus dem Monat Dezember. Ich habe ja super viele Bücher auf meiner Wunschliste. Und jedem, der gefragt hat, habe ich diese Wunschliste geschickt. Aber irgendwie habe ich bis auf ein einziges Buch, das nicht mal auf meiner Wunschliste war, nur Bücher in den Wichtelaktionen gekriegt. Mir hat tatsächlich, bis auf dieses eine Buch, das mir auch sehr, sehr heilig ist, niemand einfach so ein Buch zu Weihnachten geschenkt. Obwohl man ja eigentlich denkt, mit was macht man einem Buchmenschen die meiste Freude? Mit einem Buch. Aber ja. Darüber habe ich mit meiner Freundin Annika letztens schon philosophiert. Leute, die nicht lesen, finden, dass Bücher keine guten Geschenke sind. Und wir Buchmenschen verstehen das einfach nicht. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem ersten. Das habt ihr in meinem letzten Video auch schon gesehen, deshalb fangen wir jetzt einfach damit an. All This Time, Lieben heißt unendlich sein, aus dem DTV Verlag. Das habe ich ja in meiner Weihnachtswichtelaktion in der Wichtelrunde von der Steffi bekommen. Ich war mir da bei dem Videodreh tatsächlich auch nicht sicher, ob ich es tatsächlich auf meiner Wunschliste hatte. Aber ja, ich habe nachgeschaut, ich habe es tatsächlich drauf. Es ist mir nur anscheinend wieder entfallen. Und ja, jetzt habe ich es hier im Regal stehen. Es steht auf meinem Sub. Und darum geht es. Kann man die große Liebe finden, wenn man sie schon einmal verloren hat? Kyles Zukunft wird mit einem Schlag zerstört, als er bei einem Autounfall seine große Liebe Kim verliert. In seinem Gefühlschaos aus Trauer, Wut und Schuld fühlt er sich alleine und unverstanden, bis er auf Marley trifft, die seinen Schmerz nur allzu gut nachvollziehen kann. Was als Freundschaft beginnt, wird unaufhaltsam zu mehr, aber kann ein gebrochenes Herz wieder lieben? Dann habe ich auch mit meinen Mädels hier im Saarland gewichtelt, mit meinen Buchmädels. Wir haben halt gesagt, es ist unmöglich, einfach für jeden was zu kaufen und deshalb wichteln wir eigentlich jedes Jahr, was ich richtig schön finde. Ich habe für meine liebe Freundin Tatjana auswählen dürfen oder ein Paket packen dürfen. Und ich habe mein Paket von Lea bekommen. Hier nochmal vielen Dank dafür. Sie hat es mal wieder total übertrieben. Ich habe das Paket nur zu einem Drittel oder so aufgemacht. Und da kam mir schon der Duft von Beere und Glühwein und so entgegen. Und sie hat mir einfach so eine Glühweinkerze gekauft, die richtig, richtig gut riecht. Ich finde es auch fast zu schade, sie anzuzünden, aber ich bin ja so ein Kerzen-Junkie. In meiner Wohnung brennen abends immer ganz, 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 ganz viele Kerzen. Und sie hat mir Süßes reingemacht und sie hat mir ganz viel Badezusätze reingemacht, weil sie weiß, dass ich total auf Baden stehe. Und sie hat mir einfach zwei Bücher reingelegt aus dem Hause Lux. Und ich finde es einfach zu krass, weil wir eigentlich so ein grobes Preislimit hatten und Lea übertreibt es halt einfach immer maßlos. Das eine Buch, würde ich jetzt mal behaupten, hat sie gebraucht bekommen. Das andere ist aber krachneu, wenn ich das jetzt zumindest von Zustand angucke. Aber ich habe mich richtig gefreut, weil beide von der gleichen Autorin sind und beide auf meiner Wunschliste stehen. Und zwar wäre das zum einen einmal Between Your Words von Emma Scott. Die Reihe habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, hab's aber vor. Und das zweite, das kann ich euch auch gerade zeigen, ist A Whisper Around Your Name. Und die Reihe habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Also zwei neue Reihen, die ich im Jahr starten kann. Eigentlich war mein Plan, einfach mal angefangene Reihen abzuschließen. Dazu wird es wahrscheinlich auch noch ein Video geben zu meinen offenen Reihen, die ich gerne abschließen wollen würde.
Aber ja, jetzt erzähle ich euch natürlich gerne noch, um was es hier in den beiden Büchern geht. Fangen wir einfach mal mit Between Your Words an. Reichen 5 Minuten, um sich zu verlieben. Thea leidet unter einer dramatischen Form der Amnesie. Sie hat 5 Minuten, bevor ihr Kurzzeitgedächtnis wieder gelöscht wird. Für alle außer Jim Whelan ist sie ein hoffnungsloser Fall. Allein Jim erkennt, dass ihre seltsamen Kunstwerke aus Wortketten ein Hilferuf sind. Trotz aller Widrigkeiten entsteht zwischen ihm und Thea eine tiefe Verbindung. Als sich eine neue riskante Behandlungsmöglichkeit auftut, könnte dies eine Chance für ihre scheinbar unmögliche Liebe sein, aber auch ihr Ende bedeuten. Das ist das erste Buch. Und das zweite wäre A Whisper Around Your Name. Um ein Leben zu retten, muss man bereit sein, sich dem Abgrund zu stellen. Seit dem Tod ihrer Mutter zieht Jo mit ihrem Onkel ständig um. Doch diesmal will sie bleiben, denn da ist Evan, der aussieht wie der Golden Boy der Schule, aber von allen wie ein Ausgestoßener behandelt wird. Jo, die Schlimmes erlebt hat und eigentlich niemanden an sich heranlässt, fühlt sich magisch zu dem schweigsamen jungen Mann hingezogen. Bei nächtlichen Treffen im Schwimmbad der Stadt kommen sie sich näher. 2 verletzte Seelen, die sich einander öffnen. Doch dann werden sie durch ein tragisches Ereignis plötzlich getrennt und für Jo beginnt erneut eine dunkle Zeit, in der sie sich selbst zu verlieren droht. Als Evan nach langer Zeit völlig unerwartet wieder auftaucht, treten sie gemeinsam eine Reise an, die ihr Verderben aber auch ihre Rettung sein könnte. Und wer Emma Scott kennt, weiß, dass dieses Buch einen emotional absolut zerstören wird. Bei der Bookish Christmas Aktion habe ich mir auch ein Buch meiner Paten quasi bestellt. Und zwar ist das der 3. Band der Sterbendämmerung-Reihe. Der heißt Von Schatten befreit. Ich finde die Cover einfach immer noch so unfassbar schön. Ich habe das erste Buch den ersten Band bei der Bookish Christmas Aktion bekommen. Habe mir Band 2 direkt kurz bevor ich den ersten beendet habe, schon bestellt. Und dann habe ich hier jetzt noch ein bisschen drauf warten müssen. Und weil ich meine 23 für 23 Liste abschließen wollte, habe ich es leider auch noch nicht geschafft, den 3. Band hier zu starten. Aber habe das definitiv für das neue Jahr im Januar vor. Ich würde euch jetzt natürlich nicht den Klappentext zu Band 3 vorlesen, sondern den zu Band 1, weil, ja, Spoiler und so. Bist du bereit für eine Reise, die dein Leben verändern wird? Dann folge Mina auf ihrem Weg zu den Sternen und sich selbst. 12 Götter, 9 Welten, 1 Sehnsucht. Du glaubst, die Geschichte der antiken Götter zu kennen? Du glaubst, um ihr Schicksal zu wissen? Das dachte ich auch. Aber wir täuschen uns. Beide. Dann durfte das neue Buch von Bridget Camara hier einziehen. Hüte den Morgen heißt das Ganze und ist der 2. Band der, wie heißt die Reihe? Mondflor-Saga? Ich glaube, so heißt sie. Steht zwar jetzt nicht hinten drauf, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sie heißt Mondflor-Saga. Ich habe Band 1 tatsächlich auf der Wunschliste stehen und habe ihn noch nicht gekauft. Das werde ich jetzt aber natürlich nachholen, weil ich das hier als Rezensionsexemplar bekommen habe und doch gerne den reinen Auftakt vor dem 2. Band lesen würde, weil es einfach auch eine fortlaufende Reihe ist. Ich werde euch natürlich jetzt den Klapptext zu Band 1 vorlesen, aus Spoilergründen, und da heißt es: Das Königreich Kandala wird von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht. Der einzige Schutz ist ein Elixier aus Mondflor, doch die seltene Pflanze ist so teuer, dass sich nur die Reichsten die Medizin leisten können. Deshalb schleicht sich die junge Apothekergehilfin Tessa nachts aus dem Haus und schmuggelt das kostbare Elixier in die Armenviertel, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Prinz Korrig ist der Bruder des Königs und der heimliche Herrscher Kandalas. Gnadenlos verfolgt er jeden, der die Privilegien des Adels bedroht. Vor allem die Person, die heimlich die Armen mit Mondflor-Elixier versorgt. Als sich die Rebellen und der Prinz eines Tages begegnen, sprühen sofort die Funken. Und die einstigen Todfeinde müssen eine Entscheidung treffen. Wollen sie weiter gegeneinander kämpfen oder miteinander für Kandala und ihre Liebe? Und dann durfte noch ein weiteres Buch aus dem Hause Lux hier einziehen. Und zwar Queen of Myth and Monsters. Das ist ja auch der 2. Band. Ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt. The King of Battle and Blood ist der 1. Band und die Reihe heißt, glaube ich, auch King of Battle and Blood. Ich finde jetzt hier gerade auf meinem Spickzettel nichts. Aber ja, es ist auf jeden Fall der 2. Band der Reihe. Es ist ebenfalls eine fortlaufende Reihe und deshalb kann ich da auch nicht den Klappentext zu Band 2 vorlesen. Band 1 habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Das hier ist auch ein Rezensionsexemplar. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen was im Januar jetzt vor. Aber das ist ja gar nicht schade. Das sind auf jeden Fall sowohl diese hier als auch die Reihe von Bridget Camara Bücher, auf die ich mich sehr, sehr freue. Aber es sind da eben auch Reihen, die ich neu starte, anstatt alte zu beenden. Ja, ihr seht's, neues Jahr,
Altes Problem. Ich lese euch auf jeden Fall jetzt den Klappentext zu Band 1 vor. Sie soll ihn hassen, hintergehen, töten und sich auf keinen Fall in ihn verlieben. Um das Königreich ihres Vaters zu retten, soll Prinzessin Isolde von Lara den mächtigen Vampirkönig Adrian Alexander Vasilev heiraten und töten. Doch in ihrer neuen Heimat angekommen, merkt sie schnell, dass nichts, was sie über Adrian und sein Volk zu wissen glaubt, wahr ist. So sehr sie sich auch dagegen wehrt, die Anziehungskraft zu Adrian ist unabwendbar. Die Gefühle, die er in ihr auslöst, hat sie noch nie für jemanden empfunden. Aber sie darf sich auf keinen Fall in ihn verlieben und so ihre Mission aus den Augen verlieren. Sie muss ihn töten und sein gesamtes Reich in die Knie zwingen. Erinnert mich richtig, richtig arg an das neue Buch aus dem Hause Kiss. Wie heißt das erste? When the King Falls, genau. Und jetzt kommt im Januar ja auch When the Queen Rises. Also die Thematik ist sehr, sehr ähnlich. Ich bin gespannt, wie Scarlett St. Clair es löst. Sie ist ja doch sehr, sehr spicy unterwegs, wenn ich so ihre anderen Reihen bedenke. Bin gespannt, ob ich da weitere Parallelen finde. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, das ich zu Weihnachten tatsächlich geschenkt bekommen habe. Und damit habe ich auch so zu 0,0000% gerechnet, weil eigentlich gesagt war, wir schenken uns nichts. Und dann lag das hier unter meinem Tannenbaum. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind von Newt Scamander. Und das ist dieses Buch gehört, Harry Potter Ausgabe, die es einfach nicht mehr zu kaufen gibt. Und deshalb finde ich es irgendwie noch viel schöner, dass ich das Buch bekommen habe. Das ist ja diese Ausgabe, dieses Buch gehört Harry Potter, wo eben auch Stinkbomben an die Macht. Harry quasi zusammen mit Ron teilweise verschiedene Skizzen, Notizen eingetragen hat. Und das ist einfach super, super witzig. Da steht zum Beispiel etwas über ein Tier namens Knuddelmuff und Harry hat dazu geschrieben, ich hatte mal so einen, aber wo steckt er? Fred hat Klatscher mit ihm gespielt. Ah, es war wahrscheinlich Ron. Ron, der das reingeschrieben hat. Aber es ist einfach ein super, super, super tolles Geschenk und ich dachte mir so, ja, du kannst jeden Menschen in den Laden schicken, irgendein Buch für einen buchbegeisterten Menschen kaufen, aber er hat sich einfach super viele Gedanken gemacht, hat recherchiert, was schenkt man einem Harry Potter-Fan und ist auf dieses Buch gestoßen und es ist dann extra irgendwo in der Walachei, in der Weltgeschichte bei eBay Kleinanzeigen kaufen gefahren, damit ich es halt bekomme und ja. Das macht was mit einem Harry Potter und Buchmenschen. Also das war echt, ja, ein Stich ins Herz im positiven Sinn. Von daher wird das Buch auch einen Ehrenplatz hier in meinem Harry Potter Schrein bekommen. Ich weiß noch nicht, wo ich es hinstelle, aber da könnt ihr euch sicher sein, es wird einen bekommen. Ja, und ich lese euch jetzt einfach den Klappentext vor, aber ich meine, es ist Harry Potter, es ist ein fantastisches Tierwesen. Ich denke, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Eine Ausgabe der fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind, liegt in fast jedem Zauberhaushalt des Landes. Nun haben auch die Muggel allerdings für begrenzte Zeit die Gelegenheit herauszufinden, wo der Quintuplet lebt, was der Knuddelmuff frisst und warum man dem Knall lieber keine Milch hinstellen sollte. Der größte Teil der Erlöse aus dem Verkauf dieses Buches geht an Comic Relief. Das heißt, die Markscheine und Galeonen, die sie hinblättern, verrichten magische Werke, welche sogar die Kräfte von Zauberern übersteigen. Wenn sie meinen, dies sei kein hinreichender Grund, sich von ihrem Geld zu trennen, kann ich nur inständig hoffen, dass, sollten sie einmal von einem Manticore angefallen werden, ein zufällig vorbeikommender Zauberer gnädiger gelaunt sein wird. Albus Dumbledore. Ihr Lieben, das waren alle Neuzugänge aus meinem Monat Dezember. Jetzt starten wir in das neue Jahr. Schauen wir einfach mal, was das neue Jahr bringt. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im Dezember hier bei mir eingezogen sind. Ihr dürft mir gerne jetzt mal verraten, was bei euch unterm Tannenbaum gelegen hat. Das ist immer sehr, sehr spannend. Habt ihr Buchmenschen tatsächlich auch Bücher geschenkt bekommen oder wenigstens Gutscheine für Bücher oder haben eure Verwandten gedacht,
Nein, die soll sich einfach selbst Bücher kaufen und haben euch was komplett anderes geschenkt. Dürft es mir gerne in den Kommentaren verraten. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!